Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls 2 Skull of the First Sin hier in der Disaster Area. Und heute geht es dem Rauchritter hoffentlich endgültig an den Kragen. So, wir sind natürlich, gehen direkt ohne weitere Umschweife hier hin. Das letzte Mal sind wir schon wieder 6, 7, 15, 22 Mal gegen ihn gestorben. So weiß ich, wie oft das war, ich habe da nicht mitgezählt. So, aber diesmal wird er sterben. So viel steht fest. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber er wird sterben. Das in dieser Episode. Live. Ich wünsche, es wäre live. Das wäre ziemlich cool. Kann ich nur leider nicht. Oder noch nicht. Wird kommen. So, aber jetzt werden wir erstmal weiter hier rumtänzen. Okay, was war das? Das war seltsam. Okay. Du tust mich nicht. Aber ich treffe dich. Ah, Ausdauer ist niedrig. Lieber weg. Das macht sogar den netten Gefallen und lässt uns wieder kostenlos an ihn rankommen. Ah, Mist. Nein. Nein. Free Heal. Ja, mach du nur. Ich glaube, da hätte ich sogar noch zuschlagen können, aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Dark Souls 2 ist ein Spiel, wo man lieber... Was war das? Ah, egal. Es war nicht so schlimm. Ich lebe noch. Oh, das tat weh. Oh, da hat er uns einen Gefallen getan. Okay. Den kannte ich noch nicht. Macht aber nichts. Oh Gott. Was ist hier los? Was mache ich? Noch 7 Estus. Jetzt fliegt's. Das ist nett. Wieso bin ich nicht gerollt? Ich Depp. Okay, da kann ich mich wenigstens heilen. Ah, da kann ich wenigstens dem seine Scheiße verurteilen. So. Hep. Solange ich hinter dem stehe, kann ich den dann verpassen. Mach du nur. Vielleicht kann ich ihm sogar 2 verpassen. Ja, locker. Locker. Locker, floggig. Okay, ich habe zumindest ein bisschen was dazu gelernt. Zum Beispiel, dass wenn er das macht und stehe hinter dem, dann kann ich ihm einen verpassen und er wird mich nicht dafür punishen. Und hier kann ich ihm 2 verpassen. Das ist gut, alles zu wissen. Oh Gott, wenn er jetzt noch treffen würde. Oh nein. Jetzt. Oh, das ist freundlich. Hep. Kann er mich nicht treffen. Hep. Oh, Stagger. Hey, es schlagt doch. Nein, jetzt verrecke ich nicht. Jetzt verreckst du tatsächlich. Nur weil der verdammt nochmal nicht zuschlagen wollte. Alter, ist das dein Ernst? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Da habe ich es geschafft, ihn zu staggern und der schlägt nicht zu. Und dann schlägt er erst dann wieder zu, wenn er schon vorbei ist und dann haut er mir natürlich voll eine rein. Ich krieg einen Anfall, ey. Ich krieg einen Anfall. Also das ist doch jetzt echt ein schlechter Witz. Der wäre so gut wie tot gewesen. Habt ihr gesehen, wie wenig HP der noch hatte? Meine Fresse. Ah. Ich muss in Dark Souls 2 den Support schreiben. Ich hätte den Kampf gewinnen müssen. Die sollen doch bitte den Patch bringen, in Fix, wo ich den besiegt habe. Das ist doch echt jetzt nicht wahr. Oh Mann. Wenn ich jetzt überhaupt nichts mehr hinkriege, dann... das kann ich mir gut vorstellen. Ich hab sowas schon mal.
wenn es halt wirklich gut lief, so wie gerade, dass dann eine Zeit lang überhaupt nichts mehr funktioniert. Vielleicht kennt das einer von euch. Ah, das ist gut. So, jetzt volle Konzentration. Ich will den jetzt besiegen. Dafür hau ich dich. Nein. Was? Ich bin one hit. Ernsthaft? Ich hasse diesen Angriff. Ich hasse ihn einfach. Ich hasse ihn. Ich weiß auch nicht, was ich da tun soll. Ganz ehrlich nicht. Wenn er, klar, wenn man nicht in Position ist, dann latscht man einfach so gemütlich davon weg. Aber das tue ich irgendwie nie. Der macht das irgendwie immer dann, wenn ich entweder gerade so noch wegspringen kann oder jetzt wie gerade, dass ich ja eigentlich überhaupt nichts mehr machen kann. Dass ich nur noch so durch die Gegend rollen kann wie so ein Druidika und hoffen kann, dass ich den Treffer überlebe. Was ich natürlich nicht getan habe, weil ich einfach mal eiskalt One-Hit war. Was zur Hölle? Oh Gott. Das geht ja mir echt auf den Leim. Langsam. So, Konzentration. Cool bleiben. Cool bleiben. Einatmen, ausatmen. Na, was machst du jetzt? Er bufft sich einfach. Okay, das ist scheiße. Jetzt. Shit, nicht getroffen. Als ob. Die Spielchen kenne ich jetzt schon. Mist. Hier wird er mich ja wohl nicht treffen. Autsch, zur Hölle. Was? Oh Mann, ich hasse das. Ich hasse diesen Angriff. Warum? Warum hat der den? Warum geht der so weit? Oh Mann. Warum ist der so... Warum? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Vielleicht sollte ich irgendwas ablegen, nur damit ich eine höhere Feuerresistenz anlegen kann.
Oh, war ja. Das war ganz schön knapp. Die Ausdauer hat gerade so gereicht. Ist mir egal, ich schlag dich trotzdem. Hier stehe ich ganz schlecht. Autsch. Ich dachte mir eigentlich, jetzt wäre es schon wieder gewesen. Mist. Komm schon, bitte reich. Das ist nicht das, was ich wollte. Nicht so wie beim letzten Mal. Weg. Stirb! Boah. Geschafft. Gelobt sei die Sonne. Freunde, gelobt sei die Sonne. Wir haben es hingekriegt. Hey, meine Seelen. Hey, es ist rein gar nichts. Juhu. So. Ich weiß, dass da nichts mehr ist. Dass hier kein Gegner mehr ist. Hier ist noch die Krone. So, danke. Danke. Danke, ja, ich weiß, danke. Ja, ich weiß, die Krone, ja, die glimmt, ja, ich weiß, die ist ja auch heiß, also, ja. So, einmal kurz Klappe gehalten, das mein Ding gemacht und das hat funktioniert. Also wirklich einfach volle Konzentration, weniger labern, mehr arbeiten und das hat funktioniert. So, 210.000, die bringe ich jetzt in Sicherheit. Werde jetzt ein Level-Up machen. So mehr sind wir wahrscheinlich in der Lage. Vielleicht können wir noch irgendeine andere Seele benutzen. Irgend sowas Großes, um noch ein Level-Up zu machen. Haben ja, ich glaube, noch genug da rumliegen. Puh, das war anstrengend. Ich bin so jetzt total zitterig. Vielleicht merkt man das mal in der Stimme. Puh. Aber jetzt kommt noch einer. Eine müssen wir noch machen. Der ums eigentlich geht. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Zauberei? Zauberei? Ja, komm, jetzt noch eins machen, dann ist Zauberei auf 25. So, Salon war ein bisschen einfacher, jetzt habe ich es gesagt, jetzt werde ich unsäglich an dem Scheitern, kläglich, versagen.
So. Was haben wir hier noch? Wir brauchen noch so 100.000. Ja, noch so 100.000. So, Großheit Recaps 20.000, oder? Ja. Gut, dann brauchen wir noch einen davon. Und dann eine von denen hier. Moment mal. Nee, wir brauchen 100.000. Das heißt, die muss auch noch weg. So, jetzt brauchen wir hier von 4. Reicht noch nicht ganz. So eine hier. War es 5.000? Ja, ist auf 5.000. Gut, das reicht. So. 25. Jetzt haben wir nämlich 5 Zauberei-Slots. So, was bedeutet, wir können jetzt mehr finstere Waffen schleppen. So, mal gerade gucken. Was könnte man noch so machen? Das Fleisch. Weiß ich alles gar nicht, wofür es sich gab. Ist alles nicht so geil. Man könnte natürlich auch hier sowas nehmen, sowas Fettes, so. Das Geil ist hier so Sonnenlichtschwert oder so. Ja, ich glaube, wir bleiben bei Finsternis. Damit hat es bisher eigentlich alles ganz gut funktioniert. Das war eigentlich ganz cool so. Wir bleiben bei der Finsternis. Wir sind auf der dunklen Seite der Macht. So. So, zurück ins Foyer. Ins Foyer. 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 Und jetzt geht es direkt ohne große Umschweife. Es sei denn, ich verlaufe mich, was vorkommen kann. Dann geht es zu Sir Alonne. Der muss auf die Fresse kriegen. Ich brauche seinen Keil. Und wenn wir das haben, wollen wir nur noch ein paar Sachen einsammeln. Ich glaube, ich mache das hier jetzt schon. Wo wir gerade sowieso schon hier sind, muss ich das später nicht mehr machen. Leute, erstmal Pause, erstmal wieder runterkommen. Ich glaube, wenn ich jetzt gegen ihn kämpfen würde, wäre ich viel zu zittrig dafür. So, kommst du oder was? So. Ja, nee, tust du nicht. So. Kaputt. Oh, da kommt ja direkt der nächste. Nimm den. Stagger. Forever. So, die zwei hätten wir schon mal. Oh, shit. Den habe ich vergessen. Mist. Warte kurz. Der wartet nicht. Blöder Penner. Na warte. Dafür kriegst du auf die Fresse. Und boom. Das war's wert. Meine Stachelpeitsche. Vielen Dank. Jetzt haben wir nämlich so viele finstere Waffen, dass ich praktisch ständig damit rumlaufen kann. Einfach so, so. Bam. Oh, da ist ja noch einer. Bleib hier. Nimm den und den und den und den. Seht ihr? Findest du Waffe? Hat's drauf. Wo ist das blöde Ding nochmal? Auf der anderen Seite? Hör auf mich anzulabern. Na, Waffe weiter unten. Egal. Erstmal looten. Weil es war noch weiter unten, ne? Ah, das ist ätzend. Komm her. Tu mir den Gefallen. Das ist nicht das, was ich wollte, aber das funktioniert auch. Offensichtlich. Ich sehe so wenig. Da leuchtet was. Da kommt irgendwas auf mich zugesprungen.
Komm. Komm her. Was ist hier dunkel? So, hau mal ab hier. So, hier lang? Nein, der war die auch nicht. Wo zur Hölle war die? Oh nein. Nix da. Scheiße. Oh, ich habe doch noch irgendwie geschafft, ihn zu staggern. Weil ansonsten wäre ich so gut wie tot gewesen. So. Scheiße. Ich muss das Idol finden, sonst steht er gleich wieder auf. Hier ist sie. Heil dich. Weg damit. Stirb. Da kommt das Vieh schon. Darf ich mal? Danke. Jetzt haben wir nämlich das schon, zumindest schon mal. Hep. Jetzt kann man ja auch wieder was sehen. Naja, zumindest etwas mehr sehen als vorher. So, wenn der nicht kommt, dann... Tschüssi. Ich habe damit keinen Vertrag. Das kann mir ziemlich egal sein. Ah, da ist er ja. Juhu. Ich wollte eigentlich rollen. War mein Charakter dagegen. Den und den und ab dafür. Schnauze jetzt. Ach ja, stimmt, da kann man gar nicht durch. Dann sind wir hier fertig. So, ein Idol mehr. So, jetzt müssen wir aber irgendwie Schmelzertruhen hoch. Und das erste Mal hat das ganz gut funktioniert, aber das zweite Mal wird das bestimmt deutlich ätzender. So, wir müssen hier hin. Und das Ding ist natürlich gerade weg. Vielen Dank auch. Blödes Teil. Komm her. Hep. So. Jetzt können wir hier oben durch die Tür und da ist ja dann eine Schmelzertruhe hinter. So wie fünf von diesen Prowling-Typen. Das wäre jetzt mega lustig, wenn ich von denen, ich glaube, die Gamaschen bekomme, die Irrkrieger-Gamaschen, weil das sind die einzigen, die noch fehlen. Das wäre mega lustig, wenn die mir jetzt droppen würden. Das wäre unglaublich freundlich von denen. So. Komm her. Ja, der wird jetzt leider geheilt. Es sei denn, ich kann ihn hier hinlocken. Dann bringt das dem einen Scheiß. Was? Okay, ich habe Soundglitches. Das ist schön. Nicht schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, Schlag. So. Ein weniger. Jetzt beeilen, bevor der Rest hier antanzt. Wenn die überhaupt schon hier antanzen. Ich glaube nicht. So kulant waren sie dann mal. In Demon's Souls hätten sie es nicht gemacht. Glaube ich nicht. So. Den hätten wir. Und ich glaube, jetzt haben wir keinen Keil oder nur noch einen. Gar keinen mehr. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich weiß auch genau welcher. Aber dafür brauchen wir jetzt den letzten Keil. Und den holen wir jetzt. Hallo. Ich kann ihn ja gar nicht treffen. Ist ja gemein. Autsch. Komm her. Nummer 1. So. Nein. 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 Hau ab. Da, nimm den. Der hat einen Abflug gemacht. Vergiss es, ich mach mehr Schaden. Nein. Nein. Erstmal versuchen ans Leuchtfeuer zu kommen. Vielleicht bin ich schnell genug. Yes, das hätten wir schon mal geschafft. So.
Jetzt müssen wir die Typen hier irgendwie loswerden. Weg, weg. Mir ist mein Schwert fast kaputt, weil ich die so oft mein Dings benutzt habe. So, ich will den anderen erwischen. Da. Am Arsch. Als ob der sich jetzt heilen kann. So, und den hier schießen wir jetzt eiskalt. Oh, okay. Applaus. Und jetzt wirst du sterben. Erledigt. Natürlich macht es Sinn, den erstmal am Leben zu lassen und die anderen zu fahren, ein bisschen was droppen. Aber weil ich erstens eine andere Stelle habe, wo ich das machen kann. Und zweitens, ich das sowieso nicht brauche, habe ich das jetzt einfach mal gelassen. So. In der nächsten Folge geht es dann wieder hier in dieses schummrige Ereignis-Dingens mit dem riesen Schwert und so weiter. Und dort holen wir uns dann hoffentlich den letzten Schmelzerkeil und müssen uns dann nochmal mit dem Invader rumschlagen oder einfach den Turm bis ganz nach unten durchrennen, hoffen, dass wir nicht sterben und da das Idol platt machen. Und dann sind wir so weit, dass wir alles haben, um das Let's Play zu beenden und die Platin-Trophäe zu bekommen. Und alles, was dann übrig bleibt, ist warten auf Dark Souls 3. Und das dauert auch schon gar nicht mehr so lange. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. So, und damit verabschiede ich mich dann mit diesem unglaublichen Lärm im Hintergrund. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge exakt hier wieder. Bis dann.